Yo. Jo, eine Weile her. Der Nico hat leider vergessen, wie man ein gutes Intro macht. Ach nein, das wusstest du ja noch gar nicht. Ha. Das wusste ich noch gar nie. Ja, meine ich ja. Aber wenn, dann bräuchten wir auch so ein catchphrasiges Intro. Also irgendwas, was wir immer wieder benutzen, so. Sowas wie. Irgendwas wie Nutten, nur dass es nicht Nutten ist, weil Nutten scheiße ist. Ja, sowas zum Beispiel. Okay, gut. So. Der Typ hatte gerade echt Glück. Ich habe mit der Shotgun an seinem Kopf vorbeigeschossen und die Wache hinter ihm getroffen. Und er ist nicht mal verwundet. Nett. Ich glaube, er weiß es gar nicht, sich zu würdigen. Okay. So. Lange ist es her, dass wir diese Mission mal gemacht haben. Oh, hallo, Boys. Aber die Mission haben wir erst einmal gemacht bis jetzt. Ja. Wir können ja mal den Train heiß machen, den kann man jetzt einzeln auswählen. Seid ihr wieder rausgeflogen? Ja. Nicht gesagt, dass du im Internet schicken sollst, bevor wir nochmal aufnehmen. Nö. Also, wo Aber würdest so müsstest du doch eigentlich mal wieder volle Munition haben, oder? du? Ich glaube ja. Kann ich jetzt gerade leider. Oh. Also ist das auch nur eine Win-Win-Situation für alle. Oh, stimmt, ich erinnere mich, warum das MG nicht so gut war, weil es halt Schilde nicht tötet. Follow me! Die denn so viel Schaden? Das ist so gut. Oh, ich sollte anfangen, auf meine Munitionsleiste zu achten. Nicht jetzt nochmal. Okay. Ah! Oh, da hat jemand den Jacket. Was? Da hat jemand Jacket. Bitte, du bist dumm. Warum hat der den Jeans an? Warum hat er keinen Anzug? Da solltest du weg. Au. Oh. Ah ja, richtig. C4 und der menschliche Körper vertragen sich nicht. Nee, nur ganz selten. Hätte man dran denken können. Aber was für ein Charakter hat denn der Follow Me? Hier, den von Hotline Miami. Ach, der neue, der da ist. Der Jacket, ja. Guck mal, den Bohrer. Kannst hier so ein bisschen die Zeit nutzen, um so ein bisschen was über das neue Hotline Miami zu erzählen. Nee, kann ich nicht, da ist ein Bulldozer im Aufzug gewesen. Warum auch immer. Naja, da hast du schon mal versucht, mit so einer Rüstung zu bewegen. Das ist ganz schön anstrengend, als ob der die Treppe nimmt. Ach du Maniac. Wolf ist bester Charakter im Spiel. Ja, Wolf ist super. Zack, zack, nix getroffen. Wie jetzt abhauen? Was ich grad, du hast auch keine. Oh, keine Sau hat fucking Drill Skills. Wenn du möchtest, dass ich das skille, skill ich das, aber bis jetzt habe ich mal vorsichtig auf Schaden und Überleben geskillt. Scheint ja gut zu funktionieren, ne?
Naja, ich meine, wenn es mich nicht dauernd raushauen würde, dann könnte ich tatsächlich auch mal was reißen. Randauernd, übertreib nicht. Kann nicht drauf skillen, dass der Host anständiges Internet hat. Ja, gut. Jetzt würde ich das sofort machen. Das Problem ist ja, du fliegst ja auch auf Skype und so raus. Das war ja vorher auch nicht der Fall. Tja. Also, wir haben High-Quality Counter-Strike geguckt, also. Klar, jetzt sind wir voll die Counter-Strike-Pros. Nein, ich meine so vom Stream und... Ich hau die Leute mit einem Hammer. Ich habe einen neuen Freund gefunden, der will uns helfen. Ist auch ein Wurm mit einer Hand? Nee, ich glaube, das ist ein Polizist mit zwei. Aber ich weiß nicht, was besser ist. So ein Wurm namens Hauke hat natürlich auch was. Mensch, Nico, was machst du denn? Gegen 20 Shields kämpfen, gegen die ihr alle nichts tun könnt, also fuck me. Keine Sorge, Dean und Bros wird uns helfen. Und ich habe auch einen Freund gemacht, der wartet da gerade auf mich. Wie die da alle so runterregnen. Der hat meinen Freund umgebracht. Ja, das war vielleicht auch ich. Ich habe halt mit meinem MP draufgehalten. Nee, das war eine Granate. Meine Granate. Ich habe nochmal einen Freund gefunden. Und ich bin nochmal gestorben, weil Bulldozer. Okay, jetzt sollte ich mich heilen. Und hoffen, dass mich jetzt in der Zwischenzeit kein Sniper. Okay. So, warte, ich hab. Oder? Das ist meiner. Oder gehört jetzt jemand anders? Oh Gott, Sniper. Ah. Ja doch, ich glaube, das ist meiner. Also wir haben jetzt sogar noch einen Ersatzfreund, falls uns der andere abhanden kommt. Wo? Oh. Irgendwo hinter so einem Tresen. Der ist es nicht. Da, siehst du, hier ist er. Oh, hallo Freund. Guck mal, der will auch mein Freund sein. Ah. Und ich bin blind. Ich seh nix. Aber ich kann es mir noch nachladen, weil ich bin ein super Mensch. Ach, das lernst du doch in der Army. Dass du deine Waffe so auswendig kennst, dass du blind nachladen kannst. Glaubst du, dass Wolf in der Armee war? In der schwedischen. Au! Nee, der war Software-Engineer. Wo ist denn das Medikit? Das bräuchte ich jetzt mal eben. Alter, diese scheiß präzisen hier ist eins. Schulzeck. So. Ja, die Leute kommen halt hier gerne rein. Niederlande Rampage. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ja, die Niederländer sind so die Kanadier Europas. Naja, warte mal auf Fußball. Oder waren das die Dänen? Naja, also ich glaube, wenn, dann meinst du die Dänen, weil ich da komme, beim Fußball sind das keine Kanadier, oder? Ne, da verstehen die keinen Spaß. Da ziehen die sich alle ihre hässlichen orangenen Trikots an und ihre beschissenen orangenen Frisuren und den beschissenen Käse. Alles ist orange einfach an denen und orange ist so eine hässliche Farbe. Und dann singen die ganze Zeit Oranje. Lala, oder so. Lala. Das Lala ist wichtig, das ist holländisch für fuck yeah. Oranje, fuck yeah. Ja, so ähnlich. Nice. Alter, diese billigen Faggot-Cops, ne, die interessiert das nicht, dass ich 90% gefühlt Dodge hab. Wieso, ne? Ist mir egal. Willst du mir jetzt erzählen, dass du Neo bist und Kugeln ausweichen kannst? Ja. Ah. Deswegen renne ich mit einem Anzug rum, Kevin. Ah. Wenn ich könnte, würde ich auch mit so einem Ledermantel rumrennen, aber das ist nicht so. Damit bist du nicht so agil wie mit so einem Anzug. Ja, ganz ehrlich, Ledermäntel waren doch auch sowas von 90er Jahre, oder? Ja. Generell waren 90er ziemlich ledrig. What? Wo kommst du denn jetzt hier? Ja, also. Also heute kann ich glaube ich nicht mehr einen Ledermantel anziehen, das ist so nicht mehr.
Wenn du dazugehören willst, dann ist Leder nicht mehr. Ne? Vor 20 Jahren, ja sicher. Da wäre das der Shit gewesen. Wenn du so gedacht hast, guck dir meine geile Lederjacke an und die so geil. Das Alter, yeah! Ne? Und Und heute wirst du gefragt, ob die vegan ist. Richtig, und heute wird gefragt, ob dafür auch wirklich keine Kühe sterben müssen. Ja. So, ne? Das Auf wo ist der Taser? Irgendwo ist angeblich ein Taser, der mich tasert, da. Die Taser sind heute ziemlich aggressiv. Ja, ja. Wir reden darüber, als ob das sowas wäre, wie Fische oder sowas. Ja, ich meine, sie sind ja auch von der Intelligenz. Also heute beißen die aber richtig hart, ne? Sie haben ungefähr die Intelligenz eines Fisches. Vielleicht sogar eines Fischschwarms, wenn es hochkommt. Aber hey, da sind übrigens ein Bulldozer und ein Schild. Ich bräuchte da mal Hilfe, weil ich habe keine Waffe, die irgendwie. So, Schild ist weg. Gut. Ah Mann, der Typ hat sich gerade ergeben. Bulldozer hat kein Gesicht mehr, muss nur noch draufballern. Ich dachte, wir halten uns hier an die genfer Konvention. Leute, die sich geben, werden nicht erschossen. Naja. So, wie oft hast du das schon hingekriegt, dass. Ja, was ist? Ziemlich viel Geld. Geld? Geld ist gut. Aber kein Gold! Gold! Leider nur Geld! Ich liebe doch Gold! Ja. Na gut, dann halt nicht. Ach, könnte man hier eigentlich auch die ganze Schießfläche wieder aufmachen, wenn man das. Ja, klar. Das machen wir vermutlich nicht, oder? Das würde ich verhindern, ja. Dauert ein bisschen zu lang. Man drückt wahrscheinlich auch nicht so viel. Besonders, ich wette, bevor das passiert ist, bist du oder sonst wer wieder rausgeflogen. Ja, wir wollen es mal nicht ausreizen. Also bei der letzten Mission, die 25 Minuten lang ging, seid ihr rausgeflogen, also. Und den Bohrer. Einmal. Ja. Einmal oder so wäre ja okay. Zweimal? Da verstehe ich nicht was. Ich muss sagen, ich hatte das MG42 irgendwie präziser in Erinnerung. Ja. Damals, als du noch im Schützenbunker saß, ne? Naja, nee, damals auch in Payday, als das irgendwie eingeführt wurde. Ich glaube, die haben das genervt. Nein. Oder ich habe das irgendwie anders. Ich hätte einfach ein paar Runden gehabt, mit denen ich einfach gut getroffen habe. Oh nein, follow me! Follow me! Oh nein, der Bohrer! Lololol, da waren zwei Schilde ineinander. Ineinander? Ja. Die haben mich beide gleichzeitig gecharged und haben dadurch. Haben sie mich verwirrt. Und getötet. Kevin belebt mich mal wieder. Er ist schon wieder tot. Ja, aber ich sterbe ja auch für einen guten Grund. Da habe ich ja gar keine Zeit, um nachzuladen. So, jetzt bin ich mit dir. Wenn ich tot bin, verbrauche ich keine Munition und das ist gut. Ach ja. So, ihr seid ja gar keine Cops mehr. Ich dachte, hier ist noch eine Welle am Boden. Mir wurde ein Tsunami versprochen und bekommen habe ich Meerrauschen. Das ist ja. Na gut. Sind dann auch wieder die Sniper weg, weil ich kann mich meistens nicht in einen der beiden Gänge hier trauen. Ja, das ist weg. Man sieht immer nur den Laserpointer des Todes. Ja, besonders wenn man so unbeweglich und ulkig ist wie du, ne? So ein Anzug aus ganz dick Keramikplatten. Kevlar. Ja, das sind Keramikplatten, Alter. Oh. Trägst kein Kevlar. Ich mach mal ein paar von den Schließfächern auf, solange ich Zeit hab. Vielleicht ist ja was Nettes drin. Ja, du darfst nur nicht vergessen, du hast nicht mehr den Skill, um das so schnell zu machen, ne? Ja, ja. Egal. Wenn sie dann gerade hier nichts geht, mach ich das mal vielleicht. Na, was ist hier drin? Ah, eine Münzsammlung. Eine Lampe! Wenn da wirklich eine Lampe drin gewesen wäre. Manchmal ist auch ein Sandwich drin, ich frage mich, warum man das nicht essen kann.
Ich meine, überleg mal, wenn jemand sich die Mühe macht und ein Sandwich in den Tresor einschließt, dann muss es doch das beste verdammte Sandwich auf der Welt sein. Oder das schlechteste, damit die Welt niemals sieht. Aber dann kann man die auch einfach im Müll werfen. Und jetzt ist ein böses Sandwich. Aber der macht sich immer die Mühe und bewahrt dieses Sandwich in einem abgesicherten Tresorraum in einem verschlossenen Schließfach auf. Das ist ja wohl, ne, also. Andere Leute verwahren da ihr. Oder hier, ein Buch über Rom. Ich meine, was ist das für ein krasses Buch über Rom? Dass Leute wirklich versuchen. Das ist die Geheimnisse Roms enthüllt. Alle. Ich mach jetzt noch hier das letzte in dieser Reihe hier auf. Vielleicht ist noch was Spannendes drin. Na? Holy shit. Oh, ein Goldbarren im Wert von $23.000. Das ist doch schon mal was. Da muss ich dich fragen, wenn ein so ein Goldbarren 33.000 wert ist, wieso ist dann so ein Sack so viel weniger wert? Ein Sack ist, keine Ahnung, 100.000 oder so. Das ist nicht weniger, das ist. Oder 300.000. Ich meine, die Relation stimmt da nicht. Ja. Ich meine, so dieser Sack voll Goldbarren oder so, das sind ja mindestens so 20, 30, 40 Kilo. Und der Goldbarren, den du da hast für 13.000, der ist ja nix. Vielleicht ist das eine andere Prägung. Und vielleicht ist es auch ein Mesh. Ein anderer Jahrgang, ne? Ja, das ist richtig. Und vielleicht sind es ja auch dünnere Goldbarren. Ich habe keine Ahnung, vielleicht ist es weniger. Weißt du, nur die Anzahl der Goldbarren sagt ja nichts aus. Der Goldbarren muss ja was wiegen, oder musst du später. Ich glaube, Goldbarren sind immer 99,9. Also Goldbarren haben keinerlei, wie heißt es? Gewichtsabweichung. Nee, ich weiß jetzt nicht, wie man das nennt. Legierung? Also, dass es kein Gemisch ist, sondern rein. Au! Warum sind denn da Sniper da draußen? Na gut, ich habe den Cloaker mitgenommen. Aber leider haben mich irgendwie die Scharfschützen erledigt. Die haben sich auch von meinem MG-Feuer nicht wirklich beeindrucken lassen. Du bist auch irgendwie ganz alleine da vorne, kann das sein? Ich dachte, ihr kommt mit mir. Warte, ich muss eben die Sniper töten. Ja. Geh da mal keine Risiken ein. Hooray! Warum ist denn jetzt hier der Van zu? So, wir müssen mal. Hörst du wohl auf zu snipen? Drecksviech. Können wir jetzt mal die Säcke bewegen langsam? Irgendwie ist bei mir der Van zu. Ich weiß nicht warum. Du hast vielleicht auch gar gerade, weil du kein Geld hast. Ich hatte Geld und hab's rein. Du hattest. Ja, ich hatte es auch immer noch bei mir, als ich umgeflogen bin. Ja, aber dann hast du es runterfallen lassen. Nein, hatte ich nicht. Ich hatte es immer noch an mir dran. Also bei mir ist der Van offen. Also ich hab das jetzt da reingeschmissen und. Also mein Sack habe ich da reingeschmissen, das hat nicht gezählt. Jetzt ist er auch offen bei mir. Oh nein! Ich habe fast einen Bulldozer geküsst. Follow me! And I can guarantee you won't find nobody else like me. Wir müssen mal anfangen, hier die Säcke einfach in den Gang zu werfen. Wo sind die ganzen Säcke? Ach, guck mal, die sind ja schon voll dabei. Ja. Ich weiß ja nicht, was ihr Typen da macht. Was heißt der Typ? Ja, dieser Rote, der macht gar nichts. Der ständig. Der Follow Me, der steckt gerade die ganze Zeit Säcke mit dem Holländer. Also ich weiß nicht. Mit dem marodierenden Holländer. Das ist der große Bruder vom fliegenden Holländer, der marodierende Holländer. Oh. Nicht zu verwechseln mit dem marinierenden Holländer. Ja, vor dem muss ich besonders schützen. Also, ja. Was der alles auf sein Fleisch, oder wenn der alles sein Fleisch einlegt, das ist. Ja, besonders was der für Fleisch damit benutzt, ne? Weil du erkennst. Also, weißt du, so
Holländer schön und gut, aber also, fliegende Holländer, okay, er nimmt deine Seelen. Der marodierende Holländer, okay, er nimmt dein Leben. Aber der marinierende Holländer, Alter, der nimmt dein Fleisch. Das ist, also da hört er. Ja. Und dann legt das in seine ekelhafte Holländer-Soße ein. Das ist so, ja. Wow. Also Leute. Wenn seine Soße Hollandaise. Wen auch immer das hier erreicht, hütet euch vor dem marinierenden Holländer. Seiner Soße Hollandaise des Todes. Eigentlich kann man den Olli auch dazu zählen, der macht seine Pizza mit fucking Soße Hollandaise, ey. Der Olli wurde schon kompromittiert. Das ist so ekelhaft, ey. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie das schmeckt, ey. Ich meine, Quark habe ich mal gesehen auf der Pizza. Das ist okay. Nein! Aber Soße Hollandaise ist so. Ugh. Ich möchte keinerlei Milchspeisen außer Käse auf meiner fucking Pizza. Naja, so ein bisschen Quark ist okay. Das ist. Alter! Nicht schlecht. Seid ihr für kranke Menschen? Also ganz ehrlich, so ein Soße Hollandaise, da ziehe ich auch die Linie, aber Quark geht.